Ja, moin. Sie hier ist Heinrich Schulte-Brömmelkamp aus Gattenfenne. Sie gucken Sie mal, was ich mir gekauft habe. Hier, für meinen kleinen roten Flitzer. Navigator. 99 Euro. Sieh, damit habe ich den Wert von meinem Auto schlagmals verdoppelt. Navigator, das ist so ein Apparat, den machst du hier mit den Gumminoppen von innen an eine Scheibe fest, nicht? Und dieser Apparat, der sagt dir immer, wo du gerade bist und warum du nicht ankommst, nicht? Dieser Apparat, der weiß das nämlich aus den einfachen Gründen, weil dieser Apparat, der arbeitet mit GPS, GPS, Global Positioning System. Im Klartext heißt das, ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber hier, Maschine, die weiß das, weil die Maschine, also hier das Apparat, nicht? Der kommuniziert dann oben mit den Satelliten da am Himmel, die sieht man jetzt nicht, ne? Den kommuniziert er dann und dann sagt der Satellit diesen Apparat, Mensch, du fährst gerade da und da lang, da bist du nicht, du fährst die und die Geschwindigkeit, weil ich messe dich ja alle 3-4 Meter, nicht? Also im Klartext eine wunderbare Möglichkeit, immer zu gucken, nicht, wo bist du gerade. Und gestern haben sich auch die Holländers gesagt. Die wissen schon, Holland, dieses kleine Land da um Amsterdam drum zu, mit den Holzschuhen und den Windmühlen. Nicht? Weil die Holländers, die haben sich jetzt gesagt, nicht, also GPS, das ist ja eine feine Möglichkeit, nicht, die Kfz-Steuer zum Beispiel außer Kraft zu setzen. Weil Kfz-Steuer, nicht, die zahlen wir ja alle pauschal, ob wir nur viel fahren oder ob wir wenig fahren. Und dann wäre doch viel gerechter, wenn die Leute, die viel fahren, auch viel bezahlen würden. Wenn die Leute weniger fahren, zahlen sie weniger. Ist nachvollziehbar. Und da haben die sich gesagt, Mensch, dann kriegt doch einfach jedes Auto so ein Apparat, also jetzt nicht Navigator, aber auch GPS, nicht? Und dann ist die holländische Regierung da, nicht? Die sitzen dann sozusagen auf die andere Seite von den Satelliten, nicht? Und die können dann immer genau feststellen, wie viel welcher Bürger gefahren ist und zu welcher Zeit, nicht? Und wo der gewesen ist. Und da können sie dann einmal im Monat eine Rechnung stellen, nicht? Und dann zahlst du dann eben jeden Monat genau das, was du gefahren bist, anstelle von einmal jährlich der Kfz-Steuer. Ist natürlich gerecht, nicht? Also im Klartext heißt das dann, dass die Königin Beatrix jederzeit nachgucken kann, wo ihre Untertanen gerade mit ihrem gelben Nummernschild rumfahren, nicht? Also, na gut, wer nichts zu verbergen hat, werden Sie sagen, aber mal ganz ehrlich, nicht? Das ist doch ein Schritt in Richtung Überwachungsstaat und sowas in ein so liberales Land wie Holland, nicht? Also, gut, wenn der Schäuble, nicht? Wenn der jetzt nicht Finanzminister wäre, sondern noch Innenminister, nicht? Also, dem ständen ja die Freudentränen in den Augen. Der würde sagen, sowas, das brauche mir sofort in Deutschland auch. Das brauche mir, damit ich sofort nachgucken kann, wo die Leute rumfahren mit ihren Autos, nicht? Also, ich meine, gut, es ist natürlich Überwachungsstaat, muss man ganz ehrlich sagen. Man könnte das Geld auch einfach, nicht, was man eben erhebt, anstelle von den Kilometerbeiträgen einfach auf den Benzin draufschlagen, nicht? Wer viel Benzin verbraucht, nicht, der zahlt demnächst auch mehr, nicht? Anstelle von der Kfz-Steuer wäre auch eine Möglichkeit, aber das ermöglicht natürlich der Politik, das besser die Bürger zu überwachen, nicht? Und mal ganz ehrlich, es hat auch Vorteile, wenn der Staat immer weiß, wo welches Auto gerade ist, nicht? Ja, wenn Ulla Schmidt noch meine Bundesregierung Ministerin werden sollte, nicht, dann kann sie wenigstens beruhigt mit ihren Dienstwagen in Spanien nach dem Urlaub fahren.